die erste Nacht. Das ist echt hart. Ich frage mich, ob man sich irgendwie eine Uhr basteln kann, dass man weiß, wann Tag und Nacht ist. Also, dass man nicht auf die Sonne angewiesen ist. Weil in der Nacht siehst du die Sonne ja nicht. Ja. Und du hast ja auch keinen Mond oder ähnliches, dass die anzeigen würde, so, Nacht ist fast vorbei. Boah, jetzt kommt noch einer. Ich hätte oben auf meinem Blattturm bleiben sollen. Ja, jetzt kommen sie zu zweit. Und da ist schon der Nächste. Oh, ich hasse dich. Ach, fuck. Schon wieder einer. Bist du tot? Nee. Schon wieder einer unterwegs da, ey. Meine Ocken. Wann wird denn das jetzt mal wieder Tag? Ich würde das auch gerne wissen. Vor allem, ich glaube, dadurch, dass wir uns in der Nähe der Basis befinden, haben wir jetzt richtig viele. Achso, huch. Gehen wir ins Wasser. Wo kommst du denn her? Ja, genau, ab ins Wasser. Sind wir erstmal sicher. Hilfe. So. Ja, vielleicht. Hoffentlich. Außer unter uns kommt irgendwas. Nur unter uns? Matt. Okay. Können wir das abbauen? Das kann man abbauen, ja. Aber wenn du jetzt abbaust, das ist nämlich auch cool, dann läuft das Wasser da direkt rein. Also ich kann es nicht abbauen. Du hast ja schon diese Improved, schieß mich tot. Dann baue ich halt ein bisschen Gras ab, so. Ich habe mir jetzt gerade diesen Wooden Step da, oder was? Also, die erste Erweiterung, die habe ich jetzt gerade fertig gekriegt. Wir wollten uns jetzt eigentlich noch gleich einen Prozessor da oben bauen. Also wir müssen auf jeden Fall, wenn es wieder hell wird, müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir uns was abgrenzen, wo die nicht so schnell reinkommen. Ja, wir brauchen Licht. Wir brauchen auch Licht. Ja. Wir brauchen diesen Prozessor, wie du sagtest, damit wir das Material umändern können. Und wir brauchen Waffen und Rüstungen. Ja, das Gute ist, diese Steinschwerter. Diese Steinschwerter, die können wir jetzt schon bald machen dann. Ach, warte mal, ich buddel mich mal hier durch zum Baum, dann baue ich den Baum ab. Guck mal. Und jetzt hier irgendwie. Kommt da schon wieder einer angerannt. Ich höre den noch. Da ist er. Mal gucken. Nee, komm nicht rein, ne? Also ich sehe ihn auch gerade gar nicht. Merkwürdigerweise. Ich hab ihn kurz aufblitzen sehen, aber... Okay, bei mir ist er unsichtbar. Okay. Ist er im Wasser? Nee, am Ufer. Jetzt habe ich ihn gesehen. Also, okay. Na gut, das Game ist ja quasi noch, keine Ahnung, ob man das jetzt Alpha oder Beta Early, nennen kann. Early Alpha, ja. Ja? Von daher, ich glaube, das ist jetzt gerade so ein kleines Server- und Netzwerkproblem, dass der eine die Gegner sieht, der andere nicht. Aber ich denke mal, für ein Game, das ja noch nicht mal den Beta-Status erreicht hat, und eigentlich jetzt schon echt lustig ist. Macht auf jeden Fall Laune, ja. Ich verschmerze das. Guck mal hier, wenn du, hast du ja jetzt auch schon gesehen, ne? Wenn du hier jetzt so ein Ecke Gras wegnimmst, das finde ich, haben sie ganz cool gemacht. Ja. Dann zack, läuft das Wasser da rein. Ja. Das ist echt ganz cool. So, ich glaube, es wird wieder heller. Ja, stimmt. Die Nacht geht weg. Und ich glaube, diese Geister werden gleich anfangen zu brennen. Ja! In dem Moment, in dem ich das gesagt habe, brennen sie. Ich bekomme Angst vor dir. So. Und wir können loslegen. Vielleicht überleben wir dann jetzt doch noch. Ich hab eben noch eine Truhe gefunden. Sehr gut, sehr gut. So, ich brauche. In der Truhe hatte ich sogar so ein Abbaugerät oder sowas in der Richtung. Ah, ich brauche noch Vines. Scheiße. So, was kann ich denn hier? Ah, mir fehlen. Oh, die Vines fehlen uns. Ja. Aber ich kann zumindest schon mal ein Schwert craften. Was ist das hier? Okay, das kann ich alles nicht. Woodsword, Stone Sword, Bitwood Rod. Ja, für den Prozessor fehlen uns die Vines. Ja.
Das ist echt Also, doof. okay. Vines, das sind, naja, ich weiß nicht, kann man Lianen dazu sagen? Ja. Also, die wachsen auf jeden Fall an den Bäumen. Das heißt, wir müssen zu den Bäumen. Hier, ich habe schon welche gefunden. Da. Nee, habe ich nicht. Upsala. Sag mal, braune Pilze, machen die dich auch stärker? Ja. Jegliche Pilzarten. Und wenn du Blumen und Pilze kombinierst, dann kriegst du halt Heiltränke. Hier sind hier keine Vines, ne? Irgendwie nicht. Also wir brauchen für die Vines brauchen wir Bäume, die groß sind. Möglichst groß. Und hier, am Baumstamm ganz unten kannst du dann Vines finden. Ich versuche mal welche zu finden. Oh, noch eine Truhe. Ich finde hier ständig Truhen. Du auch? Nee, bisher noch nicht. Ist schon meine dritte. Ich habe hier Moos Ich gefunden. habe hier schon. Ist das auch Weins? Oh, Nee. Moos ist auch gut. Moos brauchen wir auch unbedingt. Magnetite. Was ist das denn? Limestone. Okay. Hier ist schon die nächste Stufe an Steinmaterialien, die hier rumliegen. Okay. Das kriegen wir da noch nicht hin. Ja, ich habe hier auch schon ein paar Sachen gefunden. Aber, also ich habe auch gerade hier Limestone oder sowas. Ja, genau. Normal sind die schon tiefer, wenn man jetzt nach unten buddelt. Ich habe in einer der Probesession halt einfach mich mal auf den Punkt gestellt und einfach immer nach unten gegraben. Ja. So weit wie ich kam. Und da gibt es echt schon ganz nette Höhlen dann, auf die man auf einmal stößt. Ja. Nur zur Zeit brauchen wir echt Bäume. Große Bäume. Ja. Das könnte hier so ein Kandidat sein für Vines. Schon gerade am Suchen, aber hier, jetzt habe ich wenigstens mal wieder schön drei Pilze gefunden. Ich krieg einen Anruf. Ich muss einmal ganz kurz Ja. Pause machen. Vielleicht können wir mithören, was er jetzt telefoniert. Wie die Waschmaschine abonniert oder so. Oder vielleicht ist es Hollywood, die anrufen. So, hier, wir haben Ihre Let's Plays gesehen. Fangen Sie doch mal an, für uns zu moderieren. Gute Stimme dafür hätte er ja. Finden wir ein paar Leute. Nicht nur ich. So. Lava, Lava, Lava. Wir bauen jetzt hier ein bisschen Crackwood noch ab. Leider sind hier keine Vines. Aber da hinten sehe ich noch große Bäume. Wenn wir mal gucken. Das ist dieses Ashenwood. Das sind auch riesige Mammutbäume hier. Wahnsinn. Kommen wir da denn hoch? Was ist denn das für ein Typ? Aber den lassen wir mal in Ruhe erstmal noch. Da oben sehe ich auf jeden Fall Bienenwachs. Das ist auch sehr beliebt. Da würde ich dann doch mal sagen, wir probieren da mal hochzukommen auf den Baum. So. Ah, die Mucke ist cool. So, den können wir nicht hüpfen.
So, wie kommen wir jetzt noch da oben weiter? Frage. So, bauen wir uns hier eine kleine Treppe. Ah ja, jetzt sind wir hier in dem Baum drin sozusagen. Sichern das mal hier erstmal. Sehr cool. Das ist ja auch nice. Da ist der Bienenwachs. An den will ich ran. Das hier. Da haben wir jetzt den Bienenwachs. Er ist sehr, sehr selten und den können wir richtig gut gebrauchen. Ich melde mich mal zurück. So. Ja, sorry an alle, aber das war ein wichtiges Telefonat. Ja, ich habe schon gesagt, Hollywood hat bestimmt angerufen. Genau. Als Synchronsprecher. Ja, so weit ist es leider noch nicht. Hatte ich nicht irgendwo einen Baum gesehen da? Ich bin hier gerade einen Riesenbaum gerade hoch und habe endlich Bienenwachs gefunden. Das ist nämlich auch so eine super seltenes Material. Ressource. Genau. Da bin ich jetzt ein bisschen stolz drauf. Aber keine Vines, obwohl das ein Riesenbaum ist. Weißt du, wie hoch ich hier gerade bin? Also ich sehe hier gerade so einen Riesenbaum vor mir gerade, den ich gerade abbaue. Also hoch komme ich den wahrscheinlich nicht mehr. Wahnsinn. Boah, da ist noch mehr Das Lustige ist Bienenwachs. ja, wenn du den Stamm des Baumes weghaust, müsste er ja runterfallen, was er nicht tut. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch bei Minecraft so, ne? Ich Du glaube kannst die ja. Bäume abbauen und Ja. sie fallen nicht runter. Ja. Oh. Ja. Ich glaube, das ist da genauso. Und was uns immer noch fehlt, und das ist echt schlecht, Und die sind Vines. Vines. Oder hast du welche gefunden Nee, mittlerweile? auch noch keine. Richtig, richtig scheiße ist das. So. Scheiße sagt man nicht, das heißt schlecht. Ja. So, Meine wir holen Tochter mal hier. diese Blüten. So. Wie kommen wir jetzt hier wieder runter, ist die Frage. Ja, wenn du den Stamm abgebaut hast, dann Das musst du springen. wird Oder dir einen schwierig. Stamm nach unten bauen. Hier ist ein So, aber Sch das hier sind alles die falschen Bäume. Das sind ja alles Elderwoods. Wir brauchen keine Elderwoods. Wir brauchen Ich habe eine Crackwood. zweite Crafting Station gefunden gerade. Okay. Brauchen wir aber nicht. Genau, wir brauchen Crackwood. Für die Vines. Glaube, so geht das. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, dort jetzt Ja, wir brauchen uns da jetzt aktiv. ja auch nicht so darauf versteifen. Wenn wir jetzt irgendwie was Geileres finden. Ich So, meine, hier habe ich so Moos. auf Ich so habe einem Baum drauf ist schon auch geil. Ja. Ashenwood. Sieht aus wie eine Birke. Oh, ich habe Wines. Ich habe Wines gefunden. Sogar viele. Will auch eins finden. Vielleicht haben wir da schon irgendwas Wichtiges rumstehen bei uns? Nee, ne? Nö. Denn also, ich habe hier sehr viele Bäume um mich herum und zwar sehr viele verschiedene. Vielleicht wäre das eine gute Möglichkeit, hier jetzt das Lager zu machen. Wir haben hier ja auch eine Crafting Station, dass ich dann einfach mal einen Teleporter hierhin baue und dann teleportierst du dich gleich zu mir. Dann komme ich da zu dir hin. Ja, das ist eine gute Sache. Genau. Mach das mal. Nice. Das ist ein schöner Strand. Du weißt, was man aus Sand bauen kann? Sandburgen. Ja, und mit dem Ofen kann man. Boah, bestimmt kann man da Glas draus machen, ne? Genau.
Nehme ich schon mal ein bisschen Sand mit hier vom Strand. Haben wir das schon mal. So, jetzt muss ich die Crafting Station einmal finden, wo die war, wo ich dran vorbeigelaufen bin. Ah, da ist sie. Dann setze ich mal den Teleporter neben die Crafting Station, wo ich bin. So fast daneben. Dann komme ich da mal hin jetzt. Ich drück 1 und Boing. So. Gesetzt. Gut, ich bin 5 Sekunden da. So, und ich kann jetzt hier. Nein, ich kann nicht. Okay. Ich muss erst einmal ja, ich muss mir die Crafting Cell bauen. Naja, der hat mich an die alte Stelle noch teleportiert. So geht das. Collect all. Und jetzt kann ich. Hey! Alter Drakon, was guckst du denn da in Crafting Device? Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich uns einen Prozessor bauen kann. Kann ich aber nicht, weil mir Stein fehlt. Aber da ich ja jetzt diese verbesserte Zelle habe. Wo sind denn Vines? Ach so, die habe ich in meinem Inventar. Die Frage ist, kann ich die Nein, dir geben? nee, kann man nicht. Man muss über eine Kiste dann handeln. Aber ein Wein bräuchte ich noch, dann könnte ich den Prozessor sonst auch bauen. Kannst du eine Kiste bauen? Nee, da brauchen wir Wood Slab für. Da brauchen wir ja den Prozessor für. Okay, dann baue ich jetzt erstmal Stein ab, oder? Ja, Also, ich Bausteiner. habe den Teleporter hier gerade hingesetzt, Ja, dummerweise. das ist das, was Sarazar nämlich auch schon passiert ist. Zieh den am besten aus der Leiste raus, wenn du ihn gesetzt hast. Ich setze meinen da sonst jetzt hin. So, meiner steht am Prozessor. Und wenn man den dann benutzt hat, damit man den nicht aus Versehen versetzt, weil sonst findet man ja eventuell nicht mehr nach Hause, kannst du den aus der Leiste ziehen. Dann benutzt du den nicht. Das ist dann schon ganz praktisch. So, jetzt müsste ich genügend Stein haben. So, jetzt teleportiere ich mich einfach mal, damit ihr wisst, wie das geht. So, ich drücke T und sage dahin. Boing. So, und bin bei der Crafting-Station. Und jetzt baue ich hier einmal diesen Prozessor. Da ist er fertig. Collect. Einmal ins Inventar wechseln. Prozessor in die Leiste schieben. Zack. Auf 1 drücken und jetzt setze ich ihn mal. Ich setze ihn mal so mehr oder weniger daneben, ne? Jo. Boing. Ich prozessiere dann auch gleich schon mal ein bisschen Wut, ne? Ja, das ist gut, dass wir eine Truhe bauen können. Dass wir da schon mal Sachen uns zustecken können, sozusagen. Das fehlt halt hier wirklich noch so ein bisschen, dass du traden kannst oder was auf den Boden werfen kannst oder so, ne? Also gut, Steine kannst du natürlich nehmen, hinlegen und ich saug sie mir ein. Das geht natürlich. Ich mache auch uns gleich ein bisschen Seil. So, der Prozessor wird jetzt eine Weile arbeiten, ne? Ich würde es Ja. ihm nur mal so sagen. Ich crafte mal eben ein paar Fackeln auf jeden Fall. Oh, das ist gut. Können wir. Wo wollen wir uns denn mal? Ach, apropos Schwert, genau. Ein Ich bisschen. crafte mir auch ein Holzschwert. Kann ich mir nicht.
Nee, mir fehlen. Hahaha, okay. Für das Steinschwert fehlen mir noch ein paar Sachen, aber die werden gerade vom Prozessor hergestellt. Das ist gut. Ja, gleich. Die werden gleich hergestellt vom Prozessor. Ja, das dauert immer ein bisschen, ne? So, aber dieser kleine Leafy, der hier rumläuft, der verdient eine kleine Abreibung. Auf ihn! Ha. Ich habe hier so einen Crystal Shard gefunden. Ja, damit kannst du, glaube ich, nachher Waffen upgraden oder so. Shard-Technologie. Super. Was wollte ich? Ah, ich wollte, glaube ich, eine Kiste machen, ne? So, wo sind die Kisten? Da sind die Kisten. Nee, und das ist eine Wood Wall, das ist eine Kiste. Die Hier fehlt Kisten kosten ganz Beanbugs. gut was, ne? Also. Oh ja, vor allem Beanbugs habe ich nicht. Bienenwachs kann ich dir geben. Was? Wie viel brauchst du? Für eine Kiste braucht man zwei. Warte. Yay. So kann man es halt tauschen, ne? So, zack. Ach, komm schon. Raft. Noch eine rote Blume. Oh, jetzt kann ich eine Stone Chest kann ich jetzt auch bauen, theoretisch. Passt mehr rein, glaube ich. Oh, es wird dunkel. Wir haben noch immer kein. Ja, Du weißt, was ich sagen will. ich mache hier mal ein paar Fackeln hin. Wir haben noch immer kein Shelter. Ja, man verdattelt sich da so, ne? Ja. So, ich mache hier mal ein paar bisschen hell. Ja, ich mach mal die Kiste hier hin. Boing. So, und darüber können wir dann so diese Stone Slabs und so vielleicht tauschen. Hallo, Leafy? Oh, jetzt kann ich auch mein Steinschwert bauen. Kann ich an dich Fackeln bauen? Habe ich schon alles dafür? Ich glaube ja, ne? Kann ich. Stimmt. Oh, ich So. könnte theoretisch sogar Kohlefackeln bauen, wenn ich aus dem Prozessor mir ein paar Sachen rausnehme. Das hier könnte ich zum Beispiel nehmen. Das hier könnte ich nehmen. Das und das und das und das. Nee, das kann ich nicht nehmen. So, guck mal, hier ist unser erster Unterschlupf. Nicht schön, aber sicher. Okay. Bist du sicher, dass wir da sicher sind? Ich hoffe mit dem Licht. Dass sie Ach sich so, hier. stimmt, apropos Licht. Dass sie sich hier nicht Apropos reintrauen. Licht. Apropos Licht, jetzt komme ich mit der verbesserten Fackel. Hast du eine rote Blume zufällig? Eine rote Blume? Ich muss mal gucken. Wow. Hä? Ja, genau. Was war Ja. das? Das war so ein Geist. So ein Penner. Ich verstecke mich hier. Hast du noch eine rote Blume, die du in die Kiste legen könntest? Ich schau mal. Ja, habe ich. Eine. Ja, Meine super. einzige. Cool. Dann kann ich das. Da hast du sie. Danke. Kann ich nämlich schon die nächste Zelle bauen. So.